Zusammen mit Millionen, die in der ganzen Welt heute auf der Straße sind, sagen wir: Yankee, go home! Und jetzt möchte ich ankündigen, den Mauro, unseren Trommler von der Kommunistischen Partei Perus, der auch ein paar Worte sagen möchte. Danke. So. Ich möchte gerne jetzt ein paar Worte über die peruanische Regierung was zu sagen, damit als einen Brief zu Peru schicken können. Señor Presidente Martín Vizcarra, usted está avergonzando al todos los peruanos en el mundo al por haberse puesto al servicio de la peor política nefasta y fascista de Norteamérica con Donald Trump a la cabeza. Señor presidente Martín Vizcarra, el pueblo peruano no lo eligió a usted para que vaya y se convierta en un cómplice de la criminal política norteamericana que quiere volver a toda Latinoamérica en su patio trasero. Su ministro de Relaciones Internacionales, ese señor tal Popolicio, es una vergüenza de incapacidad, de falta de convicción. Es un ejemplo de servidumbre. Señor presidente Vizcarra, piénselo bien. Usted se va a convertir en cómplice si el ejército criminal norteamericano quiere invadir el pacífico pueblo de Venezuela. Pero el pueblo peruano se está poniendo de pie. Entonces, permítame saludar a Luis Villanueva Carvajal, que se ha puesto a la cabeza de la renovada dirección del Partido Comunista Peruano y convoca acertadamente a la más amplia unidad del pueblo peruano para enfrentar la poderosa política de Vizcarra y de Trump. Y han sentado posición de forma muy clara. No se trata de que Maduro es simpático o no es simpático. Se trata de los dos principios. Y los principios son: la democracia nace del pueblo y va hacia él. Señor presidente Vizcarra, retire usted las manos de la política de complicidad con el imperialismo norteamericano. Señor presidente Vizcarra, el grupo de Lima se ha convertido en el grupo de la vergüenza. A los migrantes conscientes, a los peruanos que salimos 3 millones por todo el mundo, nos da vergüenza, señor presidente Vizcarra. Nos da vergüenza su complicidad con la política exterior gringa. Also, liebe Publikum, Entschuldigung, das möchte das auf Spanisch sagen. Ich habe nur jetzt gesagt, dass die Gruppe de Lima mit dem peruanischen Präsident, ich schäme mich als Peruaner, dass es Präsident gemacht hat. Und wir wissen, was die Gringos gemacht haben. Mehr als 100 Mal haben einfach in unsere Länder einfach reingetreten mit der großen Stiefel. Das war natürlich der Hinterhof. Aber in Venezuela, alle Genossen, alle Freunde haben schon klar gesagt, es ist so einfach. Aber Venezuela ist nicht einfach ein armes Land. Die wollen Venezuela, die wollen Nicaragua, die wollen Kuba, die wollen einfach alle vernichten. Alle vernichten, weil die wollen alle Reichtum Lateinamerika für sich haben. Das ist der Grund. Deswegen, wir kämpfen für die Demokratie, für die Freiheit, für die Selbstentscheidung des Volkes. Deswegen kämpfen wir. Kommunisten und Nicht-Kommunisten, alle Demokraten der Welt sollten vereinigt sein. In Venezuela entscheidet sich die Freiheit für die Völker von der ganzen Welt, weil Trump bewertet Faschismus.
Spur. Drum bedeutet, was hier in Deutschland Hitler gemacht hat, das macht schon die ganze Zeit. Das macht die Elite Nordamerika. Es ist so undemokratisch, absolut. Der Westindigener Indianer ist der Indianer, der tot ist. Die hassen uns, weil wir anders aussehen. Die sind Rassisten, die Elite Nordamerika. Es sind Rassisten, es sind Faschisten. Darüber müssen wir überzeugt sein, 100% überzeugt sein. So war es, so ist, die konnten die Schöpfe nicht andere Sachen machen. Nur Krieg und Tod. Vielen Dank. Vielen Dank, Mauro.